So, wir haben auf jeden Fall schon mal die ersten Spiele. Bevor Müller gleich hier loslegt mit dem T-Shirt-Schießen, erzähle ich euch noch mal gerade, wer jetzt gegen wen. Das erste Spiel im Achtelfinale ist Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Bochum. Als zweites sehen wir den Klassiker, mein lieber Scholli. BVB gegen S04, Schalke gegen Dortmund. Als drittes Achtelfinalspiel. Erster FSV 1-05 gegen den VfL Wolfsburg. Als viertes Achtelfinalspiel Hertha BSC gegen den SV Werder Bremen. Und als fünftes Achtelfinalspiel den VfB Stuttgart gegen den Hamburger Sportverein. So, da fehlen nicht mehr viele Spiele. Dann treffen der VfB Stuttgart auf den HSV. Und der FC Bayern München trifft auf DSC Arminia Bielefeld. Und zu guter Letzt RB Leipzig gegen unsere Mühlis im Achtelfinale. So, liebe Kreissporthalle Lübbecke, ihr seid so leise. Wer hat denn Bock auf ein T-Shirt? Wer hat denn da Bock auf ein T-Shirt? Wo soll er denn hinschießen? Soll er nach da schießen? Oder nach da schießen? Sehr gut. Pass auf, Müller, wir machen jetzt mal eine Sache. Hallo erstmal, du coole Maus. Wir gucken mal, was hatten wir noch gar nicht jetzt beim 23. Freeway Cup diesen Jahres. Wir hatten noch gar keine Welle, die einmal hier durch die Kreissporthalle Lübbecke gegangen ist. Und ich denke, bevor hier weiter T-Shirts geschossen werden, müssen Sie sich das erstmal so ein bisschen verdienen, unsere wundervollen Zuschauer. Ich würde sagen, wir fangen da an mit der Welle. Ihr wisst, wie das funktioniert. Komm, Müller, du machst mal mit. Der Rekord liegt, wenn ich mich richtig erinnere, 2019 sind wir dreimal in die Runde gekommen. Mal gucken, wie wir es denn diesmal schaffen. Ihr wisst, wie das funktioniert. Die Hände gehen nach vorne und wir machen ein bisschen mit. Und da geht's weiter. Die Hände gehen nach oben und da geht's weiter. Und nochmal in die Runde. Zweite Runde. Und die dritte Runde. Und die vierte Runde. Und die fünfte Runde. Und jetzt sind wir alle laut. Auf geht's! So, Müller, jetzt gibt's noch ein paar T-Shirts, oder? Und zwar kriegt die Seite ein T-Shirt, die am lautesten ist. Wir fangen mit euch an. 3, 2, 1. Und jetzt seid ihr dran. 3, 2, 1. Und nochmal hier. 3, 2, 1. Oh mein Gott, dahin! Müller, auf geht's! Müller, was ist mit deiner Kanone los? Kaputt? Oh mein Gott, haben wir noch ein T-Shirt da? So, Achtung, ich kann überhaupt nicht werfen, aber ich werfe jetzt ein T-Shirt. Wo soll's hin? Jawohl. So, Müller, zwei T-Shirts haben wir noch. So, das letzte T-Shirt. So, nochmal alle Hände gehen nach oben. Wir sind nochmal einmal richtig laut. Kreissporthalle Lübbecke. So, wir machen uns bereit für das Achtelfinale des 23. Freeway Cups. Auf geht's!
So, liebe Kreischmann, was meint ihr? Ich glaube, die unsere Müllermaus kann man ein bisschen Aerobic machen hier. So, in circa 5 Minuten geht es weiter mit den Achtelfinals. Und die Zeit bis dahin, die verbringen wir nochmal mit ein paar kurzen, schnellen Informationen. Und zwar, wenn ihr wisst, da sitzt ein Fußballfan zu Hause und möchte gerne den Freeway Cup verfolgen, dann kann er oder sie das natürlich liebend gerne tun. Und zwar das Ganze live im Internet schauen mit dem wundervollen Kommentar von unserem Florian, unserem Kommentator und den wundervollen Bildern von Harty und seiner Crew von Kamera OBL. Und das Ganze findest du auf www.freewaycup.de. Und damit du immer auf dem Stand bist und alle Informationen jederzeit zur Hand hast, schaust du am besten in unsere App, app.freewaycup.de. Und dann hat man natürlich noch eine kleine Änderung im Spielmodus. Ihr wisst das, wenn ihr lange schon dabei seid beim Freeway Cup, dann wisst ihr, die Vorrunde wird 12 Minuten gespielt. Und in der K.O.-Runde, Müller, was rempelst du mich hier an? und in der Hauptrunde, in den K.O.-Spielen, spielen wir natürlich 15 Minuten. Und 12 ist doch richtig. Patrick, was sagst du denn? Stimmt, ab Viertelfinale. Mein Gott, ich kann nicht richtig lesen. Aber Patrick, eins ist richtig, es gibt jetzt kein Unentschieden mehr, oder? Das ist richtig. Und es ist richtig, da wird dann 9 Meter geschossen hinterher, ne?